Das folgende Video thematisiert Inhalte, die für einige Personen ungeeignet sein können. Grafisches Material, beispielsweise Tatortfotos, wird in entschärfter Form gezeigt. Am Morgen des 26. Oktober 1984 gegen 3 Uhr sind zwei Lastwagenfahrer auf der A45 in Richtung Hagen Süd unterwegs. Plötzlich bemerken sie ein Auto, das verunfallt im Straßengraben liegt. Daneben scheint eine verletzte Person in einer weißen Jacke zu stehen. Beide halten sofort an, um erste Hilfe zu leisten. Als sie sich dem Auto nähern, entdecken sie auch einen schwer verwundeten und seltsamerweise nackten Mann auf dem Beifahrersitz. Dieser ist kaum mehr bei Bewusstsein und seine einzigen Worte sind: "Das sind nicht meine Freunde." Von der Person mit der weißen Jacke fehlt nun jede Spur. Zu diesem Zeitpunkt wissen die beiden Lastwagenfahrer noch nicht, dass sie sich mitten in einem der mysteriösesten Kriminalfälle Deutschlands befinden. Der Fall beginnt am Abend des 25. Oktober. Der 34-jährige Günther Stoll sitzt gemeinsam mit seiner Frau im Schlafzimmer ihres Hauses in Anshausen. Plötzlich ruft er: "Jetzt geht mir ein Licht auf", und schreibt die bizarre Buchstabenkombination Jokze auf ein Notizblatt. Stoll behält die Notiz jedoch nicht. Laut seiner Frau hat er den Zettel wenige Momente später entsorgt. Bis heute ist nicht geklärt, was Jokze eigentlich bedeutet und ob es überhaupt eine zentrale Rolle in dem Fall gespielt hat. Günther Stoll sagt seiner Frau, dass er trotz der späten Stunde in seine Stammgaststätte nach Wilnsdorf fahren möchte, um den Kopf frei zu bekommen. Dort angekommen ereignet sich das zweite seltsame Geschehen in dem Fall. Stoll bestellt zunächst ein Bier und stürzt dann plötzlich vom Hocker an der Theke. Er verletzt sich dabei im Gesicht und erzählt, er sei plötzlich weg gewesen. Laut dem Wirt hat Stoll bis zu diesem Zeitpunkt keinen Alkohol getrunken und schien bei klarem Bewusstsein, wobei er auch zu diesem Moment bereits verängstigt über etwas zu sein schien. Sofort nach dem Ereignis verlässt Günther Stoll das Gasthaus und wird erst 2 Stunden später in seinem früheren Heimatort Haiger-Seelbach wiedergesehen. Um etwa 1 Uhr nachts klingelt er dort bei einer alten Frau, die im Ort als Person mit offenem Ohr galt. Stoll kannte die Frau bereits aus Kindertagen. Sie öffnete ihm die Tür aufgrund der Uhrzeit jedoch nicht und bat ihn darum, mit seinem Anliegen zu seinen Eltern zu gehen. Stoll sprach daraufhin von einem fürchterlichen Ereignis, das ihn in dieser Nacht erwarten wird. Er könne damit nicht zu seinen Eltern, da sie seine Situation nicht verstehen würden. Kurz darauf sagte Stoll der Frau, dass er sich nun auf den Nachhauseweg machen wolle. Seine Spur verliert sich aber wieder für die nächsten 2 Stunden. Die Personen, die Stoll als Letzte sehen, sind die 2 Lkw-Fahrer, welche erste Hilfe leisten wollen. Stoll liegt schwer verwundet auf dem Beifahrersitz seines Wagens. Seltsamerweise ist er gänzlich unbekleidet. Er macht Andeutungen, dass weitere Personen im Fahrzeug gewesen sein sollen, kann sich aufgrund seiner Verletzungen aber kaum äußern. Günther Stoll verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus und lässt die Ermittler vor einem der seltsamsten Kriminalfälle der Bundesrepublik stehen. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass Stoll seine Verletzungen mysteriöserweise nicht als Folge des Unfalls erlitten haben kann. Er wurde schon vorher von einem Auto angefahren und danach auf dem Beifahrersitz seines Wagens platziert. Wichtig ist auch, dass es nicht Stolls eigenes Auto gewesen zu sein scheint, das ihn angefahren hat. Er muss, nach Aussage der Rechtsmediziner, aber bereits zum Zeitpunkt des Unfalls nackt gewesen sein. Es gibt Gerüchte darüber, dass einige Autofahrer in der Tatnacht einen Anhalter in der Nähe des Fundortes des Unfallwagens gesehen haben sollen. Ermittlungen in diese Richtung blieben jedoch erfolglos. Es konnte keine der angeblich im Auto befindlichen Personen ermittelt werden. Auch der mysteriöse Mann mit der weißen Jacke konnte nie durch die Polizei ausfindig gemacht werden. Stoll wurden Kontakte in das Drogenmilieu der Niederlande nachgesagt.
Da sein Heimatort gerade einmal 2 Autostunden von der niederländischen Grenze entfernt ist, fiel den Ermittlern diese Theorie besonders ins Auge. Der spätere Fundort Stolz befindet sich sogar nur 1,5 Stunden von der Grenze entfernt. Tatsächlich könnte er das Bier nur als Vorwand genutzt haben, um sich später mit Leuten aus der Szene zu treffen. Stolz' Worte, das sind nicht meine Freunde, suggeriert dazu, dass er die Leute in seinem Wagen gekannt haben könnte. Natürlich lässt diese Theorie einige Fragen offen. Hätten ihn Gangster aus der Drogenszene tatsächlich ermorden wollen, hätten sie dazu sicherlich eine für sie sicherere Methode gefunden, als den noch lebendigen Stoll an einer vielbefahrenen Autobahn zu hinterlassen, um dann vor den Augen potenzieller Zeugen fußläufig zu flüchten. Eine andere Theorie könnte die offenen Fragen jedoch klären. Eine Möglichkeit wäre, dass Stoll an Psychosen gelitten haben könnte. Bereits vor den Ereignissen hat er öfter von denen erzählt, die ihm etwas antun wollen. Tatsächlich kann auch eine Synkope, das heißt die plötzliche Bewusstlosigkeit Stolz in der Gaststätte, durch psychische Faktoren entstanden sein. Er könnte sich dann auf den Weg gemacht haben, bei der alten Dame Hilfe zu suchen. Als Stoll sagte, seine Eltern würden sein Problem nicht verstehen, spricht zunächst nichts dagegen, dass er damit seine psychische Erkrankung meinte. Was, wenn Stoll im Rahmen einer akuten Psychose zunächst seine Kleidung ablegte und dann verwirrt über die Straße lief? Damit würde sich auch klären lassen, dass Stoll an Verletzungen litt, die von dem Angefahrenwerden durch ein Auto entstanden. Zu der damaligen Zeit waren Handys weitaus weniger verbreitet als heute. Der Unfallfahrer könnte Stoll auf den Beifahrersitz gelegt haben, um ihn in ein Krankenhaus zu bringen, ist durch zu hohe Geschwindigkeit aber von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Warum der Fahrer mit der weißen Jacke danach aber geflüchtet ist, kann auch hier nicht eindeutig erläutert werden. Egal aber welche Theorie man sich anschaut, erklärt keine die namensgebende Buchstabenkombination, die Stoll in Anwesenheit seiner Frau notierte. Naheliegend war zunächst, dass es sich um ein Wort in ausländischer Sprache handeln könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall. Unglücklicherweise hat die Frau von Stoll der Polizei erst einige Monate nach dem Unfall von der seltsamen Notiz erzählt. Das Beweisstück wurde zu diesem Zeitpunkt bereits entsorgt. Wir wissen daher nicht genau, ob Stoll auch wirklich Jokze notierte. Sollte jemand dieses Rätsel lösen können, würde sich eventuell ein roter Faden spannen und sich die Puzzleteile zu einem sinnvollen Bild zusammensetzen lassen. Dass der Fall von Günther Stoll jemals gelöst werden wird, ist höchst unwahrscheinlich. Da er aber offiziell als Mordfall geführt ist, nimmt die Polizei weiter Hinweise entgegen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann doch erfahren, was mit Günther Stoll in der Nacht des 26. Oktober passierte.